So, jetzt noch den Fernkämpfer. Fernkampfduell. Ja. Leicht verletzt, au. Für 0,4 Stichschaden. Okay, der Bandit macht nicht viel Schaden bei uns. Wir hingegen bei ihm schon. Gut. Und das, obwohl wir minus 20 Genauigkeit haben. Komm schon. Stirb. Ja. Verbundene Trauer ist weg. Wir müssen jetzt beide unser Zeug regenerieren. Etwas Gold. Kupferskate. Kupferstück. Was ist Kupferskate? Keine Standardwährung. Ach so, das ist ja geil. Es gibt für die verschiedenen Regionen verschiedene Währungen. Die sind aber gleich viel wert. Einfach alles nehmen. Ist davon jetzt das ganze Zeug irgendwie in unserem Versteck gelandet? Right. Ich hoffe es mal. Alle nehmen. Ein Umhang. Ach so, das wird alles ins Lager gepackt dadurch. Heißt das, wir haben jetzt Geld im Lager rumliegen? Mal kurz gucken. Questgegenstände, ein Haufen Medizinkräuter. Oh, diese Sachen habe ich vergessen rauszuholen. Helm. Ja, wurde alles ins Lager gepackt. Ah, eine andere Lederrüstung. Oh, die gefällt mir besser. Nee, da gefällt mir der Helm besser. So, jetzt plündern wir die erst einmal. Gemüse. Ah, das sind alles Essensvorräte. Die können dann eher ins Lager. Bis ein paar auf ein paar beschmutzte Feldbecken und den Gestank ungewaschener Körper ist dieses Zelt leer. Okay. So, wer bist du? Ted Wilfried. Hello. Bei Flamme, ich danke dir. Bei der Flamme, ich danke dir. Danke, danke. Ich dachte, ich müsste diese ignoranten Wiesel für den Rest meines Lebens bekochen. Oder halt, bis sie meiner überdrüssig werden. Ich muss zurück nach Hause. Ich hoffe nur, dass sie noch keinen Ersatz für mich verpflichtet haben. Der Zerz sieht fassungslos aus. Hör mal, wenn du das nächste Mal in Goldheim bist, dann schau doch mal im Schwarzen Hund vorbei. Ich werde Pascha berichten, was du für mich getan hast. Sie wird sich dann bestimmt eine Gegenleistung einfallen lassen. Um wieder an mein Herz zurück zu sein. Wir haben eine neue Queste bekommen. Sehr schön. Also ja, immer schön auf den Balken seitlich achten. Fenris hat ja genug, hat ja noch immer seine volle Gesundheit. Gott sei Dank. So, dann gucken wir uns mal den Karren hier drüben an. Was ist das hier? Oh. Ein junger Wolf. Kommt nur der alleine. Ich weiß nicht, kann das sein, dass Fenris keine Gesundheit verliert, sondern nur bewusstlos werden kann. Wow. Okay, das gibt's auch in dem Spiel. Kritischer Zerfetzungsschaden. Also, was steht hier? Zerschmetterte Stücke einer Kiste sind zusammen mit etwas schlammigem Gemüse auf der Erde verstreut. Okay, der Wolf schien allein gewesen zu sein. Den da hatten wir noch nicht geplündert, gell? Können wir den überhaupt plündern? Nein. Aber hier ist eine Kiste, die wir plündern können. Und der Wagen. Im Gras hinter den Wagenrädern ist immer noch
Das Gras hinter den Wagenrädern ist immer noch zu Boden gepresst. Mehrere Fässer mit Kohlköpfen, Kartoffeln und Kürbissen wurden umgestürzt und liegen gelassen. Gut, was finden wir hier? Eine Ration. Die nimmst du mal an dich. Gold. Und ein Bogen, der hier rein kann. So. Da geht's zum Kartenrand. Da wollen wir allerdings jetzt erstmal noch nicht hin. Ich frage mich wirklich, ob man die Wölfe irgendwie rauslocken kann, dass sie einzeln kommen. Weil ich weiß nicht, ob wir nochmal hierher zurück können. Nonton. Ein Einsiedlerjäger, hä? Verdammtes Teil, komm schon. Der scheint Probleme zu haben. Hallo, du. Dieser Mann scheint eilig dabei zu sein, sein Lager mit schnellen, ruckartigen Bewegungen abzubauen. Als du dich näherst, schaut er mit angespanntem und erschöpftem Gesichtsausdruck zu dir auf. Sei gegrüßt, sagt ein Weg aus Atem. Auf dem Weg nach Süden, was? Er wischt sich die Stirn ab und wendet dir sein Gesicht zu. Ich glaube, je eher du aus diesem Wald herauskommst, desto besser. Fragen wir erstmal, warum du es so eilig hast. Der Mann schaut auf das Zelt hinunter, dann auf seine Hände. Ich möchte nach meiner eigenen Pfeife tanzen, bin zum Jagen hierher gekommen. Ich und einer meiner Freunde, wir dachten, Hirsch zum Abendessen wäre einmal eine schöne Abwechslung vom ewigen Brot. Stattdessen sind wir auf einen Bären gestoßen, ein riesiges, monströses Ding. Und Pearly hat es nicht geschafft. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich seiner Frau sagen soll. In jedem Fall hat mich dieser Wald einen Freund gekostet. Ich gehe lieber schnell nach Hause, bevor er sich noch etwas nimmt. Wer bist du? Neunten heiße ich, in Goldtal geboren und aufgewachsen. Seitdem hatte ich auch kein bisschen Glück. Sein Gesicht verzerrt sich. Hatte wohl mehr Glück als Pearly. Was ist mit deinem Freund passiert? Das hat er uns eigentlich gesagt. Wir haben ihn nicht kommen sehen. Neuntens Stimme zittert leicht, als er spricht. Wir folgten einem Hirsch. Pearly sah etwas im Gebüsch, worauf wir hinterher rannten. Wir sind fast in diese Höhe hineingestürzt, das ist wahrscheinlich Höhle. Der arme Pearly hatte gar keine Chance, bevor wir überhaupt wussten, was passiert war, hatte ihn sich der Bär schon geschnappt. Diese Biester nehmen sich wohl was und wen sie wollen, sagt er mit einem traurigen Lächeln. Und dieses Mal fiel Galloways Gunst dem Bären zu. Galloway ist wohl der Gott der Jagd. Wo seid ihr auf den Bären gestoßen? In einer Höhle ein Stück weiter in diese Richtung. Er deutet auf einen Ort im Nordwesten. Ich an deiner Stelle würde da nicht hingehen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Untier. Ich würde es hassen zu hören, dass er noch ein weiteres Leben gefordert hat. Leb wohl. Okay. Können wir ihm noch was sagen? Nein, nur leb wohl. Also im Nordwesten. Oh. Oh nö. Es kommen alle. Hilf mir mal. Hey, du da, hilf mir. Au. Das ist nicht gut. Das war aus Versehen. Right. Ja, wir können noch mal mit ihm reden. Hallo. Ja, das kennen wir alle schon. Versuchen wir es mal mit unserer Karawane, wurde angegriffen. Ich habe versucht, nach Goldtal zu gelangen. Dumm gelaufen, tut mir leid, das zu hören. Aber hier solltest du auf keine Probleme mehr stoßen. Goldtal kannst du gar nicht verpassen, wenn du dich an die Straße hältst. Und weit zu laufen hast du auch nicht mehr. Aber danach solltest du dich von diesem Ort fernhalten. Wir wurden nördlich von hier gerade erst angegriffen. Ich und einer meiner Freunde. Wir kamen hier heraus, um Jagd auf Hirsche zu machen. Stattdessen sind wir auf einen Bären gestoßen, ein riesiges, monströses Ding hier. Wer bist du? Was ist mit deinem Freund passiert? Wo seid ihr auf den Bären gestoßen? Leb wohl.
Genau, da müssen wir das schon mal nicht mehr machen. Auf dem Bären sitzt hier ein auf bei einer Höhle gestoßen. Die wird wahrscheinlich da oben sein. Gegen einen Bären dürften wir ankommen. Aber wie gesagt, ich will mich erstmal so gut wie möglich hier umgucken. Oh, ich habe ein Xaurib-Lager entdeckt. Das ist nicht so gut. Obwohl Xaurips, die können fast gar nichts. Du nimmst wieder Schaden, aber nur auf die Ausdauer. Okay, die Xaurips sind echt kein Problem für uns. Und dann macht sogar Fenris ordentlich Schaden bei denen. So, plündern wir sie mal. Xaurib-Zunge kann alles mal ins Lager. Du hast eine gefütterte Haube, etwas Gold und einen Speer. Was steht hier? Die Verstrebung und Verstärkung sind groß genug, um die Rippen- und Wirbelsäule eines Drachen zu sein. Okay, die Xaurib können schon mal gute Häuser bauen. Ja. Gut zu wissen. Und hier müsste jetzt gleich die Höhle kommen, hä? Ja. Gucken wir mal in die Höhle rein. Da ist der Bär. Bären. Okay, sie haben schon mal Au. Okay. Die Bären sind definitiv doch zu heftig. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir hierher zurückkehren können. Nachdem wir in Goldtal waren und vielleicht mal ein Gruppenmitglied haben. Das heißt, wir folgen jetzt der Straße. Weil mehr haben wir hier ja, glaube ich, nicht mehr. Nein, wir haben hier das Banditenlager. Wir haben hier noch die Wolfsruine. Und hier oben die Bärenhöhle. Da sollte ich mir vielleicht einen Eintrag machen. Titel eingeben. Wo sind wir gerade? Talholz. Notizen, neue erstellen. Talholz. Wölfe in Ruinen Süd. West, Südost. Und Bärenhöhle Nordwest. So. Ah ja, mal cool, man kann hier die Notizen jederzeit erweitern. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingucke, habe ich die Notizen. Steht was Neues in meiner Biografie? Nö. Ah, eine Aufgabe zu steht zum Abendessen. Das habe ich. Die Schenke zum schwarzen Hund in Goldtal hat ihren geliebten Koch verloren. Telfried war dankbar, dass ich ihn aus der Gemeinschaft im Banditenlager befreite. Er schlug mir vor, mich mit der Schankwirtin der Schenke zum schwarzen Hund in Goldtal zu unterhalten, die bezüglich einer Belohnung für meine Bemühungen in einer besseren Position sei. Oh, das wird Tag. Oh, er ist schon mal abgehauen. Gut. Dann machen wir das auch mal. Auf nach Goldtal.